Und den vierten Sonntag im Monat haben wir heute. Und damit sind wir bei den BGE-Terminen für Berlin und Umgebung. Die kommenden BGE-Termine für Berlin und Umgebung treffen der Berliner BGE-Lobby am Mittwoch ab 18 Uhr. Michael, genau. Was ist das? Das Ganze dann in der BGE-Werkstatt im Zentrum Danziger 50 in der Danziger Straße Nummer 50. Und das jeden ersten, zweiten, vierten und Mittwoch im Monat. Und ja, es ist ein offenes Treffen eben halt der BGE-Lobby, wo alle gerne kommen können, die sich mit einbringen wollen, die uns kennenlernen wollen und so weiter. Mehr Infos unter www.bge-lobby.de. Diskutieren fürs Grundeinkommen. Manche Utopien sind realistischer als die Realität. Darum debattiert mit und bringt euch ein. Singt euch ein. Singt euch ein. Singt euch ein. Sein, Bernadette Lahengsts Chor für das bedingungslose Grundeinkommen. Bedingungslose Grundeinsingen. So, feiert im März 2013 Premiere. Mit dabei sind unter anderem Adrian Göhler und Sascha Liebermann. Vorab werden einmal monatlich unterschiedliche Perspektiven zum bedingungslosen Grundeinkommen diskutiert. Das Ganze wohl dann das erste Mal am Mittwoch, den 30. Januar 2013 um 20 Uhr in den Sophienseelen in der Sophienstraße 18 in Berlin-Mitte und mehr Infos unter www.sophienseele.com. Singen kann ich immer nur, wenn ich ein gutes Glas rum habe. Darum stehe ich heute hinter der Bar. Das Regionaltreffen Berlin-Brandenburg als des Netzwerkes Grundeinkommen. Was ist das? Ja, hier habe ich den Anfangstext. Liebe Freunde, Freundinnen des Grundeinkommens, wir laden euch herzlich zu unserem nächsten Regionaltreffen des Netzwerk Grundeinkommens für Berlin und Brandenburg ein. Das Ganze am Samstag, den 2. Februar 2013 ab 14 Uhr. Bis 18 Uhr ist es wohl geplant im Mehringhof in der Gneisenauer Straße 2a in Berlin-Kreuzberg. Dort bitte über den Theateraufgang im Versammlungssaal. Mehr Infos dazu unter www.grundeinkommen.de. Und es geht auch danach noch weiter. Danach soll noch eine politische Diskussion das BGE und die Parteipolitik mitspielen. Und es wird außerdem, kann ich ja gleich vorwegnehmen, auch der Sendungstitel unserer nächsten Sendung sein am 10. Februar. Dort machen wir dann eine Auslese, kommen einige Gäste eben halt von diesem Treffen dann zu uns hier in die Sendung und da wollen wir ein bisschen wieder drüber berichten. Da gibt es das Treffen der Berliner BGE-Lobby am Mittwoch, den 6. Februar ab 18 Uhr. Genauso wie jeden 1., 2., 4. und 5. Mittwoch im Monat in der BGE-Werkstatt im Zentrum Danziger 50 in der Danziger Straße Nummer 50. Mehr Infos unter www.bge-lobby.de. Michael, das musst du noch üben. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Jetzt bist du verrutscht. Okay, die neuesten Infos aus dem BGE-Ministerium für Agitation und Propaganda bei Alex, dem offenen Kanal Berlin. Donnerstag, den 7. Februar. Genau, und die Sendung ist über Alex, dem offenen Kanal für Berlin im Livestream und im Berliner Kabelnetz auf 92,6 MHz, sowie auf UKW in Berlin auf 88,4 und in Potsdam auf 90,7 MHz zu empfangen. Die Sendung geht eine Stunde lang bis 15 Uhr. Mehr Infos natürlich unter www.bge-lobby.de. Und zum Thema haben wir, es wird gerade ein Baumhaus oder ein Baum besetzt wegen dem Ausbau der A100 und Robin Wood, Initiative, da wollen wir die eventuell zu uns ins Radio holen und den Hauptaktivisten, den Dr. Tobias Trommer, und wollen mal über diese ganzen Proteste, denn ich sage mal, wir können nicht ewig über den Flughafen lästern. Ne? Wir müssen noch mal andere Tests. Wir müssen noch mal über die A100 genau. Was sagen. Dann kommen wir jetzt zu seiner Scheinheiligkeit, der BGE-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Genau. Ohne dich. Genau, und ohne mich am Sonntag, den 10. Februar 2013, um 16 Uhr, haben wir jetzt schon genug erwähnt. Und dann würde ich noch das Letzte schnell mit reinschieben. Hartz IV kann man überleben. Jeden Freitag bieten wir von 15 bis 15.30 Uhr Hilfe im Umgang mit den Jobcentern und Behörden an, sei es argumentativ oder beim Schriftverkehr, in der BGE-Werkstatt im Zentrum Danziger 50, in der Danziger Straße Nummer 50 in Berlin-Prenzlauer Berg. Weiter unter Infos unter www.bge-werkstatt.de. Und das ist auch wieder ein Service von uns, um Leute zu erreichen, die mit den Jobcentern ihre Probleme haben. Und damit gehen wir ab an. Ganz kurz, ich würde noch mit ein, weil hier das vorhin so rauskam, eben halt, dass man sich arm fühlt, dass man Angst hat und so weiter. Viele Menschen wissen, dass ich das Ganze inzwischen zelebriere als leidenschaftlicher Hartz-IV-Empfänger und hyperaktiver Taugenichts. Ja? Also es ist auch eine Frage der eigenen Einstellung. Das ist das Problem. Und ich bin schon von Arbeit freigestellt. Da bin ich stolz drauf, auf diese Gesellschaft. Applaus. Micha, aber es kann nicht jeder, muss man natürlich auch so sehen. Muss man üben, genau. Für dich ist prima, wir haben aber noch einen Punkt ganz vergessen oder haben wir uns aufgehoben zum Schluss, kann man so auch sehen. Und zwar gebe ich das nochmal an
Luise, wir wollen nochmal über die Unternehmen sprechen, die ihre Lebensmittel an die Tafel spenden in Anführungsstrichen. Ja, ich will in Anführungsstrichen. Ich denke, also das Engagement der Unternehmen bei den Tafeln finde ich auch ein bisschen zwiespältig, weil wir haben es so, dass natürlich unheimlich viele Unternehmen bei den Tafeln engagiert sind, also als Sponsoren einerseits, die natürlich praktische Sachleistung erbringen, da kann Sabine natürlich mehr Genaues dazu sagen, wer das ist, von ADAC über Vodafone und so weiter, und natürlich die ganzen großen Lebensmittelhändler, Supermarktketten, Metro, Rewe, Lidl, Aldi, wie sie alle heißen, alle sind dabei und spenden den Tafeln, und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil sie können natürlich durch die Abgeben der Lebensmittel zu den Tafeln Entsorgungskosten sparen. Das kostet unheimlich viel Geld, solche großen Mengen an Lebensmitteln wegzuwerfen, und die allein, was so eine Mülltonne kostet, weiß nicht, wer irgendwie das mal auf seine Nebenkostenabrechnung gesehen hat, das ist schon nicht ganz günstig, ganz billig. Ich weiß leider keine konkreten Zahlen, was so ein Supermarkt allein an Entsorgungskosten im Jahr bezahlt. Das sind auf jeden Fall sehr hohe Beträge, die wir uns kaum vorstellen können. Ist leider sehr schwer, das genau rauszukriegen, habe ich mal versucht zu recherchieren. Es ist eine beträchtliche Menge Geld, die natürlich gespart wird. Wenn man weniger Entsorgungskosten hat, dann ist an die Tafel spenden, die Lebensmittelabfälle Überschüsse an die Tafeln spendet und diese dann auch noch als Spende von der Steuer absetzen kann. Also ist natürlich für die Unternehmen, also für die Lebensmittelketten und die Supermärkte doppelt gespart, sehr sozusagen attraktiv, weil sie können ihrem Image aufpolieren, sie sparen die Entsorgungskosten und sie sind ihre Abfälle los. Und das ist natürlich aber auch Teil eines generellen Trends, nämlich dass es so ist, dass Unternehmen ja immer wieder, also die Unternehmenssteuern werden kontinuierlich gesenkt, schon seit Kohlzeiten, glaube ich. Und es ist natürlich so, dass Unternehmen quasi immer weniger gezwungen sind, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, also auch auf einer verpflichteten Basis, ja, dass sie natürlich auch immer schlechtere Löhne zahlen, dass wir nach wie vor, also da wollte ich nochmal ganz konkret drauf kommen, genau. Und zwar, wenn wir jetzt mal das Beispiel Lidl nehmen, also es ist ja bekannt, sicherlich sind die anderen auch nicht besser, also ich nenne jetzt auch noch Aldi und so weiter, nicht, dass wir hier negative Schleichwerbung machen, man könnte ja auch sagen, warum sagen die nicht, okay, wir engagieren uns gesellschaftlich, das heißt, wir zahlen erstmal unseren Leuten, der Kassiererin oder dem Regalbestücker, einen ordentlichen Lohn. Nein, das wird nicht gemacht, aber stattdessen wird der Tafel, ich sag wieder, gespendet. Ja, das ist genau das Ding. Also ich frage mich so auch immer, wie viele Lidl- und Aldi-Angestellte und Mitarbeiter selber zu den Tafeln gehen. So ist es nämlich. Also das ist genau das Absurde, weil es ist eben so, dieses sogenannte Corporate Social Responsibility, was nichts anderes bedeutet als auf Englisch, also Unternehmensverantwortung. Das sind alle Maßnahmen, die Unternehmen freiwillig unternehmen, um sich gesellschaftlich einzubringen. Ja, dass das letztlich natürlich einfach eine Art ist des freiwilligen Engagements, die dem Profit der Unternehmen dient. Ich meine, die Unternehmen, wir wollen jetzt auch mal nicht zu viel von denen verlangen, die sind letztlich daran interessiert, Profite zu machen. Das ist ihre Aufgabe, dafür sind Unternehmen da, die wollen Geld erwirtschaften. Ja? Wir können jetzt auch nicht von denen erwarten, dass sie sich hier als die großen Heilsbringer ausspielen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen bedenklich, wenn sie einerseits eben genau keine fairen Löhne zahlen, ihre Mitarbeiter überwachen und so weiter und so fort, also sich dort richtig einbringen und nicht vernünftig verhalten. Andererseits aber dann ihr Image aufpolieren und ganz stolz über rum erzählen, wir spenden an die Tafeln und wir sind ja sozial engagiert. Das ist eine Form von im ökologischen Bereich, sagt man Greenwashing. Da würde man jetzt sagen, wir malen uns sozusagen sozial an, wir geben uns ein positives soziales Image. Aber was tun sie denn wirklich? Ich denke auch, sie würden den Leuten noch viel mehr helfen, wenn sie ordentliche Löhne bezahlen, wenn sie Unternehmenssteuer bezahlen. Das Problem ist vor allem, dass die Leute natürlich auch nicht da durchblicken. Also der normale Mensch auf der Straße, der das im Fernsehen sieht, aha, Lidl spendet für die Tafeln, der sagt erstmal, ja, das ist klasse. Das hätte ich jetzt nicht von Lidl gedacht. Jetzt finde ich die doch human, als ich gedacht habe. Und das ist das Problem. Die Leute sehen natürlich, das Unternehmen macht sich sozialer, als es eigentlich ist. Also wir können ja auch unseren Pfandbon jetzt irgendwie an die Tafel spenden. So ist es. Aber Lidl sagt ja nicht, Leute, wir spenden an die Tafel, damit wir die Entsorgungskosten gespart haben und keine Mülltonnen mehr brauchen, sondern das meine ich aber. Also es ist natürlich auch Augenwischerei an die Bevölkerung. Also ich sehe es als eine ganz große Augenwischerei, ja. Wollen wir doch nochmal ein positives Wort sagen, Luise? Bündnis. Ein positives Wort. Ja, ich würde gerne nochmal jetzt, wo wir langsam gegen Ende der Sendung kommen, oder doch noch eine Frage haben? Soll ich noch doch mal eine Frage zuschauen? Ja, hier gibt es doch noch eine Frage im Augen, Janet. Ach, jetzt schon so lange her. Ich habe schon fast wieder vergessen. Was war es denn nochmal? Ach so, nochmal. Also, ich muss jetzt. Naja, ich musste jetzt gerade dran denken, dass wir Tafler, also ich selber bin ja irgendwie, fand es irgendwann auch sehr erniedrigend, dahin zu gehen. Und mein Sohn geht auch schon nicht mehr hin, weil es einfach eklig ist, weil die Fliegen in der Küche kommen, wenn wir Tafeln gehen. Haben wir uns dann irgendwie abgefüllt. Also es ist einfach unangenehm. Also ich will Bio-Brot und so ist es schon toll. Ich finde es trotzdem auch erniedrigend. Aber was ich halt auch festgestellt habe, unter uns armen Leute,
Also, dass wir doch auch irgendwie doch sehr politisch aktiv sind und man das sich an alles in einen Topf packen sollte, weil ich treffe uns auch regelmäßig im Europahaus oder im Bundestag. Das war auch und, auf keinen Fall so gemeint. Wir sind auch, ich gehe und da bin ich natürlich viel besser versorgt, weil da gibt's schicken Rotwein und Sekt und Buffet und also also ich meine, da sind wir auch sehr politisch aktiv. Also ich werde regelmäßig im Europahaus eingeladen und ich kann auch meine States matchen und es ist auch wirklich teilweise angenehm, dort zu diskutieren mit Anstand und da sind auch sehr viele. Janet, hast du eine Frage? Die Frage, ich habe fast vergessen. Also ich möchte nochmal sagen, dass ich das ganz wichtig finde, dass natürlich diese Vorteile, ich meine, es gibt ja auch das 3-Euro-Ticket, wo man mit in die Deutsche Oper gehen kann, das Kulturticket, die Loge, also nochmal als Tipp auch nochmal, ne, dass es da Möglichkeiten gibt, die gar nicht ausgeschöpft werden von vielen und wo ich manchmal auch Angst habe, wenn ich Geld verdiene, dass ich dann weniger habe als ein Hartz-IV-Empfänger. Also, Janet, die Frage langsam, weil sonst muss ich dir das Mikrofon zumachen. Ich mache selber jetzt gerade mein Konzept für die Bürgerarbeit, wo jetzt die Bundestagswahlbonbons ausgeschüttet werden. Guck ja auch, dass ich unser Westberliner Insulaner-Kinder Minderheitenschutz einbringe. Meine Frage ist halt, ich wollte einfach nur noch mal ein Statement zu dem, was das vorhin vor mir. Der Pause war. Das dachte ich mir, genau. Okay. Danke. Ich will das einfach nochmal sagen, also es sollte nicht so sich anhören, dass wir sagen, alle Leute, die zur Tafel gehen, sind politisch unaktiv oder uninteressiert. Also wenn das so rübergekommen ist, sage ich das nochmal ganz klipp und klar. Natürlich gibt es da die verschiedensten Menschen, die aus verschiedensten Gründen zur Tafel gehen und da gibt es sicherlich auch politisch Engagierte. Also so haben wir das nicht gemeint. Genau, also kann ich auch nochmal sagen, es gibt wirklich auch einen Teil, also Armutsbetroffene und auch Tafelnutzer, die sich durchaus einbringen und wir haben auch in unserem Bündnis Leute, die auch zur Tafel gehen und sehr engagiert sind. Also das gibt's eben auch und ich hoffe auch, möchte jetzt gerne zum Abschluss mal sagen, ich hoffe auch, dass sich Leute, seien sie nun Hartz-IV-Betroffene oder Tafelnutzer oder auch nicht, also wir nehmen auch gerne Leute mit viel Geld, wir nehmen auch übrigens gerne Spender, die uns unser Bündnis unterstützen. Ich würde mich einfach freuen, wenn ich heute hier noch den einen oder anderen gewinnen kann, der sich Lust hat, an unserem Bündnis zu beteiligen, sei es nur ideell, sei es aktiv, indem er unsere Aktionstage am letzten Aprilwochenende unterstützt oder eben auch finanziell, wenn jemand denn Geld hat. Wir freuen uns auch über Spenden, die vor allem für Reisekosten von Armutsbetroffenen eingesetzt werden, damit sie an den Aktionstagen teilnehmen können und würde deswegen gerne nochmal einerseits auf unsere Webseite verweisen, www.aktionsbündnis20.de mit UE geschrieben natürlich, www.aktionsbündnis20.de und zum anderen gibt es uns natürlich heutzutage auch bei Facebook kritisches Aktionsbündnis 20 Jahre Tafeln. Dort einfach Fan werden, dann werdet ihr informiert über all das, was wir so veranstalten und was wir so machen und das Wichtige ist, denke ich, immer generell, informiert euch, bleibt kritisch und ja. Und tut was. Tut was. Nochmal ein Schlusswort, Sabine. Ja, das kann ich mich nur anschließen. Ich fände es schon schön, wenn alle Nutzerinnen und Nutzer wirklich auch politisch aktiv wären, weil ich glaube, dass wir nur auf die Art und Weise auch irgendetwas verändern können. Ich würde nie selber in die Politik gehen, weil ich glaube, dann verheize ich mich. Aber ich glaube, dass ich als Mahnerin und als Fingererheberin von außen besser bin, als wenn ich dazugehören würde. Aber das Wesentliche ist, das Leben ist politisch. Und von daher können wir uns nicht raushalten und nicht sagen, ist mir eigentlich alles ganz egal und was die da auf der politischen Ebene bringen, betrifft mich sowieso nicht, weil die haben da ein völlig anderes Konzept und das ist nicht meins. Das ist hübsch, das kann ich sagen, aber damit schneide ich mir selber nur ins eigene Fleisch. Und deshalb kann ich wirklich alle nur auffordern, politisch zu denken, politisch zu handeln und zu wählen, weil das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und dann können wir auch was verändern. Und dann ist Tafel auch irgendwann kein Thema mehr, weil dann haben wir unsere Gesellschaft verändert. Wir sind diejenigen, die Gesellschaft verändern. Wir können nicht sagen, die Politik muss es richten. Die Politik wird nie was richten, weil die Politik ist auch ein großer Lobbyverein, der sich vorzugsweise selber sehr schick findet. Das meinte ich. Also sie richtet schon was, aber nicht zu unseren Gunsten. Nicht wirklich. Also genau.
wüsste es nicht wirklich. Und deshalb geht es nur, indem wir es selber machen. Und es klingt jetzt nicht wirklich positiv, wie ich das gerade gesagt habe. Ich meine es aber sehr positiv. Wenn ich mir überlege, ich habe vor 20 Jahren die erste Tafel in Deutschland gegründet. Wir haben 36, glaube ich, Tafeln inzwischen in Deutschland. Ich glaube, bei aller kontroversen Diskussion, die wir immer wieder führen und auch immer wieder führen müssen, ist da trotzdem etwas entstanden. Und etwas, was diese Gesellschaft, und sei es nur auf der Diskussionsebene, auch verändert hat. Und deshalb glaube ich daran, dass wir Gesellschaft verändern können, weil ich es vor 20 Jahren auch mal geschafft habe, was anzutreten. Und ich glaube, wenn wir uns endlich mal auch überlegen, was wir für eine Gesellschaft möchten und da dann gemeinschaftlich vorgehen in irgendeiner Form, dann können wir auch was bewegen. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir dann aber versuchen, die Gesellschaft so zu verändern, dass es die Tafeln in 20 Jahren bitte nicht mehr gibt? Das hat sie gesagt, das muss man jetzt der Gerechtigkeit halber sagen, das hat sie auf jeden Fall gesagt. Also Leute, das ist immer wieder das übliche Signal, wählen gehen. Wir haben 2013, haben wir eine Bundestagswahl, wählen gehen und nicht sagen, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Wir sind alle die da oben, wir können alle mitbestimmen. Ich gebe nochmal an Micha. Genau, da kann ich jetzt mal als ideologisch gut ausgebildeter DDR-Bürger mit über 20 Jahre Zwangspraktikum nur zustimmen, denn wir haben schon mal eine ordentliche Wende hinbekommen. Und ich selbst sage ja auch, das Leben ist politisch, mit Sicherheit, aber es ist nicht parteipolitisch. Und schon gar nicht das, was gut, da abgeht. Also das ist krankhaft, das ist im höchsten Maße krankhaft. Und dann möchte ich mal noch eins zu bedenken geben oder bewusst machen. Wir haben immer noch Erfahrungen, auch aus den früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten, in uns gespeichert. Und wir haben zum Beispiel ein sogenanntes Burgdenken. Das ist immer noch dieses vom Burgherrscher sozusagen, der, wenn du mir genug einbringst, gebe ich dir etwas ab und dafür hast du mir dankbar zu sein. Ja, das ist noch ganz tief in uns drinnen, in vielen, Bill Gates ist da für mich einer der berühmtesten Vertretern von, ja, und wenn wir davon wegkommen von diesem Denken, eben halt hin, dass wir sagen, nee, der Mensch hat gleich das Recht, sich seinen Teil zu nehmen, weil jeder hat das Recht, an der Ressource eben halt dieses Planeten eben halt seinen Teil davon zu nehmen, solange wir es bitte nicht übertreiben. Ist das eine ganz prima Sache und ich denke mal, wenn man rückblickt auf die Entwicklung der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende, wir sind auf dem besten Weg. Ich bin der Meinung, in einer Jahrhunderttausendwende, in einer unheimlich interessanten Zeit, wir können global mehr produzieren, wie wir verbrauchen können. Ja, was ja auch ein wichtiger Punkt mit ist, wir müssen es nur verteilen. Und das Verteilen geht nicht darüber, dass wir das Verteilen übernehmen, sondern dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass es sich selbst verteilt. Das wäre idealtypisch, ja. Genau. Das wäre ideal, auf jeden Fall. Und das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen und spiele eine Musik, weil der Rolf, der wedelt schon wieder ganz wild mit der Hände.